Hallo liebe Zuschauer, bevor dieses Video anfängt, möchte ich noch etwas loswerden. Ich habe in diesem Video und im nächsten Video bei der Aufnahme, also nicht bei der Aufnahme selbst, aber im Spiel waren leichte technische Probleme, die so ein paar Bildfehler verursacht haben, also so Flackern oder... Ja, wie soll man das beschreiben? Also ihr seht es ja dann selber. Auf jeden Fall, diese Bildfehler, ich bin erst davon ausgegangen, dass das Teil des Spiels ist. Deshalb habe ich die auch nicht versucht sofort zu beheben, sondern erst in der dritten Folge, da sind die dann weg. Falls ihr euch das trotzdem anschauen wollt, würde mich das natürlich riesig freuen. Aber das jetzt nur... als kleiner Vorab-Hinweis, dass ihr euch nicht wundert, ob bei euch irgendwas kaputt ist oder nicht. Nein, das ist ganz allein auf meinem Mist gewachsen. Wie gesagt, die Aufnahme ist vollkommen in Ordnung, aber das Spiel hat eben diese Fehler reingemacht und ich konnte sie natürlich auch dann im Nachgang nicht wirklich rausnehmen. Ich habe mich auch dagegen entschieden, das Ganze nochmal neu aufzunehmen, denn ihr wisst ja vielleicht, ich habe den Anspruch, dass wenn ich ein Let's Play mache, dann möchte ich auch am Anfang nichts davon wissen. Also ich möchte mich da nicht spoilern lassen oder schon mal vorab reinspielen und es wäre dann nicht mehr möglich gewesen, wenn ich das Ganze dann nochmal aufgenommen hätte. Drum habe ich mich entschieden, das so drin zu lassen. Ich hoffe, es schmälert nicht allzu sehr den Unterhaltungswert. Und wie gesagt, ab der dritten Folge ist dieser Fehler dann weg. Vielleicht taucht er nochmal sporadisch auf, aber dann habe ich ihn auch gleich behoben. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und gute Unterhaltung. So, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Revelations. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Lang musstet ihr darauf warten, jetzt ist es endlich soweit. Und bis ich es tatsächlich rausbringe, wird es wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile dauern. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich gerade erst vor kurzem, vor ein paar Tagen, die letzte Folge von der Hauptstory von Fallout 3, also sprich Folge 87, hochgeladen und danach kommt jetzt noch eine ganze Reihe an Mass Effect Folgen. Aber jetzt ist es soweit. Wir spielen Assassin's Creed Revelations. Ich lade euch ganz herzlich ein, mit dabei zu sein und wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Ich freue mich ebenfalls wahnsinnig drauf, dass jetzt endlich das Assassin's Creed Franchise weitergeht auf meinem Kanal. Ja, lasst uns nicht lange drum herum reden, sondern uns ins Game stürzen. Wir drücken A und bekommen erstmal eine Fehlermeldung. Oder was heißt Fehlermeldung? Eine Meldung. Sie sind im Begriff, im Online-Modus, Offline-Modus zu spielen. Sie haben keinen Zugriff auf den Mehrspieler-Modus, Extra-Inhalte, Freunde und Uplay. Ja, das akzeptiere ich. Wir spielen den Story-Modus und stürzen uns ins Game. Viel Spaß und gute Unterhaltung. So, nein, ich bin nicht der Desmond, sondern ich bin der Omni. Für ein paar Tage so lassen. Eine Woche vielleicht. Ruf an. Sag ihnen, wir sind auf dem Weg. Sobald die Luft rein ist. Desmond Miles. Wie schnell sich dein Leben doch verändert hat. Vor 2 Monaten warst du noch Barkeeper für Banker und Promis. Sieh dich jetzt an. Du bist Assassine. Einer von uns. Einer von den Guten. Ist doch nett. Männer und Frauen, die ihr Leben dem Schutz der Menschheit und ihrer Freiheit widmen. Anders als die Templer. Kalte und berechnete Autokraten, machtbesessene Ordnungsfanatiker. Wir tun unser Bestes, um sie zu stoppen. Ja, unser Bestes. Aber das weißt du alles noch, oder? Du weißt vom Animus, dieser Maschine, mit der wir Erinnerungen aus dem Leben unserer Vorfahren finden und nacherleben.
Erst warst du Altair, ein stoischer Assassine des 12. Jahrhunderts im Heiligen Land. Dann warst du Ezio Auditore, ein reicher Italiener mit Charisma und einem Talent für Rache. Also, was habt ihr drei gemeinsam? Stimmt, den Edenapfel. Dieses seltsame Artefakt von diesem Volk, denen die vor uns kamen. Du kennst die Macht des Apfels. Du hast es selbst gefühlt. Das war cool, oder Desmond? Aber das wird sich bald ändern. Dein Verstand zerstreut sich, zerfällt in kleine Stücke. Und wenn du dich bald aufwachst, dann löst du dich auf. Für immer. Okay, ich habe das Überwachungsprogramm des Animus beendet, um Speicher freizugeben. Aber auch so bleibt es riskant. Desmond, geht's gut. Die Partition funktioniert, der Animus ist stabil und alle seine Werte sind gut. Fürs Erste. Aber das Ding wurde gebaut, um Erinnerungen nachzuerleben, nicht um kognitive Prozesse zu simulieren. Der Animus erfüllt seinen Zweck und Desmond erledigt den Rest. Okay, jetzt bin ich also dran. Kamera und so weiter kann ich noch steuern. Ah, und dieses Geruckel, das regt mich schon wieder auf. Wie kann ich laufen? Ah, okay, so. Ignoriere mich doch einfach. 16? Oh, du kennst nicht mal meinen Namen? Oh Gott, verdammt, ich bin noch im Animus. Du hast ganz schön was mitgemacht. Rebecca, hol mich raus hier! Die können nichts tun, Desmond. Du bist ein gebrochener Mann. Dein Verstand ist... gebrochen. Gebrochen? Mir geht's gut. Dachte ich auch. Und sieh mich jetzt an. Reden wir, Kumpel. Komm mit mir. Wo sind wir hier? Ist hübsch, oder? Wir sind tief im Animus. In der alten Testroutine. Keine Erinnerung, nur einfache Physik. Wettersimulation. Hallo Welt! Ein Glück, dass jemand die Idee hatte, dich hier reinzustecken. Das hat dich gerettet. Wovor gerettet? Eigentlich müsstest du sabbernd in der Geschlossenen sitzen und den Kopf gegen die Wand hauen. Im Moment hält dich der Animus zusammen. Und deine Vorfahren davon ab, dich endgültig ins Chaos zu stürzen. Aber wenn du keinen Sync-Knoten findest, werden all diese Persönlichkeiten kollabieren. Das wird nicht schön. Ein Sync-Knoten? Dazu komme ich noch. Moment. Da. Dieses Ding ist ein Ausgang. Du willst mich verarschen. Das Problem ist, dein Hirn ist Brei. Zu viele Personen und Stimmen für einen Kopf. Also, was kannst du tun? Du kriechst zurück in die gespeicherten Daten, suchst unvollendete Erinnerungen und dann knackst du sie auf. Beende, was du angefangen hast, bis dein Vorfahr dir nichts mehr zu zeigen hat. Das ist ein Sync-Knoten. Wenn du ihn findest, kann der Animus Desmond von Ezio und Altair isolieren und dich nach Hause schicken. In deinen Körper. Woher weißt du das alles? Weil es mir auch passiert ist. Nur mein Körper ist schon Wurmfutter. Ich stecke hier fest. Ein Wort der Warnung. Wenn du da durchgehst, verändert sich alles. Nichts ist mehr normal. Noch hast du die Kontrolle. Es liegt an dir, einen Ausweg zu finden. Gut. Wenn du schnell bist, schaffst du es vielleicht noch zu Lucys Beerdigung. Was? Oh,
nicht. Es war diese Stimme. Juno. Sie kontrollierte mich. Sie zwang mich. Was mache ich hier? Was habe ich getan? Okay, dann mal los. Komm, rein da. Ich bin gespannt, was da auf uns erwartet. Claudia, meine geliebte Schwester. Ich war nun eine Woche in Akkon, sicher und voll Zuversicht und doch aufs Schlimmste gefasst. Die Männer und Frauen, die mir hier Nahrung und Obdach boten, warnten mich, dass der Weg nach Masyaf vor fremden Söldnern und Banditen nur so wimmelte. Was das bedeuten könnte, mag ich nicht zu denken. Als ich Rom vor 10 Monaten verließ, hatte ich nur eins im Sinn. Zu entdecken, was unser Vater nicht fand. In einem Brief, der 1 Jahr vor meiner Geburt geschrieben wurde, erwähnt er eine geheime Bibliothek unter der Burg Masyaf, ein Heiligtum, angefüllt mit unschätzbarem Wissen. Also was mag ich dort wohl vorfinden? Wer wird mich empfangen? Ein Trupp übereifriger Templer? Meine schlimmste Befürchtung. Oder nichts als das Pfeifen eines kalten Windes. Masyaf hat seit nun fast 300 Jahren keine Assassinen mehr beherbergt. Können wir noch Anspruch auf die Burg erheben? Sind wir dort willkommen? Ach, ich bin das Kämpfen leid, Claudia. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil sich unser Krieg nur in eine Richtung zu entwickeln scheint. Ins Chaos. Ich habe inzwischen mehr Fragen als Antworten. Und deshalb bin ich so weit gereist, um Klarheit zu finden. Um die Weisheiten des großen Altair zu finden. Und um den Sinn unseres Krieges besser zu verstehen. Und meinen Platz darin. Sollte mir etwas zustoßen, Claudia, sollten meine Fähigkeiten unzureichend sein oder mein Ehrgeiz mich verführen, suche nicht in meinem Andenken nach Rache. Kämpfe, um die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen, zum Wohle aller. Mein Leben ist nur eines unter Tausenden. Und die Welt wird es verkraften, sollte es vorzeitig enden. Okay, auf geht's. Findet ihn, ihr Narren! Tötet den Bastard! Oh shit. Kriege ich die Steuerung noch hin? Ich habe viel zu viel Dark Souls gespielt. Das war die andere. Scheiße, wie war denn? RT und A halten. Ach so, so war das. Hoch mit dir. Nein! Oi, 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 okay. Zum Teufel steht er hier rum! Macht euch plötzlich! Ah, okay, da geht's oben weiter.
So, komm. Jetzt hoch. Hoch. Komm, und gleich noch mal eins. Na, das könnten wir noch hinkriegen. Warte mal. So, und du kriegst jetzt noch mal eine drauf. Sehr schön. Bist du noch tot? Ja, bist tot. Sehr gut. Ah, ja, genau. So, komm, jetzt musst du doch da oben rauf. Ja, und jetzt? X drücken, um anzugreifen. Macht schneller! Ah, halt, nee, das war falsch. RT halten, um zu blocken. Halt, X drücken. RT halten und X drücken. Wieso den rechten Trigger? Wieso nicht den. Wieso nicht den, den Button? Hm, naja, gut. Da werden wir schon wieder reinkommen. Aufzug benutzen, RT halten und drauf zu bewegen. Ja, genau, und jetzt nach oben. Muss ich beim RT halten, um schneller zu klettern. Ah ja, genau, da war ja was. Wie war denn das nochmal? So, genau, und dann oben rauf. Leute, Leute, Leute. So, jetzt möchte ich doch so springen. Ah, das ist ja das Schlimmste, wenn man hier nicht darüber drehen kann sich. Ach so. Ja, komm, dreh dich um. Und dann hier so. Hopp. Hopp. Hoch mit dir. Ah, und dann geht's da weiter, okay. Komm, hoch. Sehr schön. Drücken Sie X, um einen Attentat vom Vorsprung aus zu. Was macht der denn jetzt? Ich will doch darüber. So, X. Achso, ja, hier. So. Ah. Na ja, gut, machen wir es so. Geht auch. Ah nee, der stand eh zu weit weg. Konnte ich gar nicht assistieren. Seitlich springen. Ich kletter einfach. Geht auch. Achso, hier, hoch. Ey, wie weit müssen wir denn noch hoch? Sind wir denn nicht mal oben?
Halt! Hey da! Steh doch auf! Packt ihn! Ah, Kontergriff, Leichen, schnell tragen, plündern. So, ich sehe schon mal nichts mehr. Ziemlich dunkel hier unten. Dieses kleine Schießpulver erzeugt eine kleine Explosion, um keine Unschuldigen in der Nähe des Ziels zu verletzen. Keine Ahnung, ich kämpfe einfach. Wie soll ich denn hier... LT ist der da. LT drücken, um ein Ziel zu erfassen. Ja, habe ich. Und dann X. Ah, okay. Shit, wie war das nochmal? Hey, Quatsch. Ich wollte den doch nicht tragen. Ich wollte rennen. Aber das funktioniert ja hier anders. Verschont mich, bitte. Ich bin nur Arbeiter. Ich habe Familie. Welche Arbeit verrichtet ihr? Meistens graben. Es dauerte ein Jahr, diese Kammer zu finden. Und seit gut 3 Monaten versuche ich, diese Tür zu durchbrechen. Ihr seid noch nicht weit gekommen. Ich hinterlasse keinen Kratzer. Dieser Stein ist härter als Stahl. Das wird nichts werden. Diese Tür wacht über Schätze weit wertvoller als alles Gold der Welt. Ah, ihr meint Edelsteine. Das sind Schlüssellöcher. Wo sind die Schlüssel? Die Templer fanden einen unter dem Palast des osmanischen Sultans. Bei den anderen wird ihnen wohl ihr kleines Buch behilflich sein. Welches Buch? Ein Tagebuch oder so. Der hässliche Hauptmann, er hat es bei sich, wohin er auch geht. Geht heim. Sucht euch eine ehrliche Arbeit. Oh, ich würde gern von hier verschwinden. Aber diese Männer, sie töten mich, wenn ich gehe. Packt eure Sachen. Eine Art Tagebuch. Ein geheimnisvolles Tagebuch hat die Templer nach Masyaf geführt. Finden Sie den Hauptmann der Templer und nehmen Sie es ihm ab. Volle Synchronisation, die Verfolgung darf nicht scheitern. Bevor wir das jetzt akzeptieren, beende ich aber diese Folge. Die 20 Minuten sind um. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag, habt eine schöne Zeit und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Omni.